Yo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge The Last of Us. Wir haben das letzte Mal dieses ganze Gebiet hier gesäubert von den ganzen Jägern, die uns auf den Fersen waren, sag ich mal. Und ja, jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen hier um. Weil, wir haben ja noch nicht alles erforscht. Was haben wir hier noch? Eine Notiz? Brauche ich nicht. Müll. Ich schätze mal, müssen wir hinten lang. Weil von da vorne auch die Gegner gekommen sind. Also was heißt vorhin? Letzte Folge natürlich. Ja, ich nehme die hier am Stück auf, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Gut. Ja. So. Einmal das Ding hier hochheben. Zack. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Na, oh, beeil dich doch. Warte. Mach ich. So. Dankeschön. Einmal hier drunter durch. Na, Teile nehme ich immer gerne mit. Haben wir noch was? Da komme ich nicht hoch. Aber wahrscheinlich hier mit dem Wagen. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe so. Einmal hier hoch. Oh, hier haben wir noch wieder eine Werkbank. Das ist ja freundlich. Wie viele Pillen habe ich? Ja, okay, das reicht noch nicht. Brauche ich noch 15. Das ist ein guter Platz. So, 60. Das bringt mir so gefühlt gar nichts. Nö. Ja, dann warte ich. Ich spare mir meine Teile. Das wäre jetzt sinnlos, hier irgendwie was zu verschwenden oder so. Das wäre nicht zielführend. Gut. Pistole haben wir, dann machen wir hier rüber. Oh. Scheiße, runter, runter. Was machen wir? Gar nichts. Nein. Nein. Ist ziemlich viel los, was? Was soll's? Mist, kein Essen. Und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Ja. Bringt die Sache, glaube ich, auf den Punkt. Einmal hier hoch. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den scheiß Weg abfinden. In dem Schock muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Wow. Du Mistkerl! Ja, was bin ich? Ja, was bin ich? Oh Scheiße, oh, töte mich nicht, Mann! Bitte, 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 lass mich gehen! Nee, du hast mich Mistkerl genannt. Niemand nennt mich Mistkerl. Du Arschgesicht. Was haben wir hier? Wolfsdämmerung. Blech. So. Einmal hier weiter. Kann das jetzt endlich mal sein mit Gegnern? Ich möchte mal ein bisschen wieder Ruhe hier. Da geht's ja gleich wieder munter weiter. Okay. Was ist das? Das ist, glaube ich. Ah, das ist wieder so eine Falle. Deckung. Ich habe leider. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Pfeile. Hey. Oh. Pfeile wären jetzt eine nette Abwechslung. Lass ihn. Gleich hier. Oh, dafür wirst du bezahlt. Zack. Wir machen das jetzt mal nicht so lautlos hier.
Er braucht schon lautlos. Ja? Du weißt nicht, dass ich hier bin. Okay. Das lief, um ehrlich zu sein, besser als gedacht. Ich will keine scheiß Rauchbombe, Mann. What? Wer denn? Wo denn? Was denn? Ich kann nicht mal einen Stein zur Ablenkung werfen. Wo sind die denn alle? Die müssen auf jeden Fall hier unten auf der Straße sein, aber ich weiß nicht wo. Die haben auf jeden Fall bei meiner Fährte abgelassen. Schätze ich mal. Okay, soweit so gut. Hoffentlich steht jetzt hier nicht gleich einer, wenn ich um die Ecke gehe. Doch. Zwei sogar. Der hat einen Helm, das ist nicht so gut. Der aber nicht. Da drüben. Ellie hat ihm einen Headshot gegeben. Shit. Yes. Ah, das waren alle. Okay. Digga, die... Also auf Schwerden verteilen echt miese Hits. An den Rand des Universums und zurück. Was? Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Ach, diese Comics. Der Comic, den ich gelesen habe? Das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Ah, Joel kennt die Message nicht ganz. Tragen und überleben. Ah, eine Messertür. Einmal hereinspaziert. Okay. 10 Pillen. Da, da, da. Das, das. Oh, nette Kugelanzahl, die wir da gekriegt haben. So, also, oh, jetzt müssen wir uns entscheiden. Messer oder Nagelbombe? Messer oder Nagelmesser? Messer hat immer Vorrang. Okay, und wir fehlen uns füllen fünf... Uns füllen... Alter, uns fehlen 5 Pillen, um schwenkende Waffe zu reduzieren. Was? Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Ja, das ist ein Fakt. Ihr da hat eine Familie, das kann man schon mal nicht abschreiten. So. Wir haben noch 3 Molotovs, die haben wir nie benutzt. Ja gut. Warum auch? Also es gab ja bis jetzt noch nicht einen Anlass, einen Molotov zu benutzen, meiner Meinung nach. Ah, wir sind beinahe bei der Brücke. Schöne Sache. So, Senbinder. Gehen wir durch die Gasse. Jo. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Oh, da ist einer. Komm. Ich glaube, hier hinter der Wand ist dieser Truck. Dieser dick bewaffnete. Oh, ja. Oh, fuck. Lauf!
Ich weiß nicht, wo lang. Lauf, Joel, lauf, Joel. Au. Stirb. Ah. Wer bist du denn? Wieso schießt er nicht? Digga, ich visier den an, der schießt nicht. What the fuck? Oh Gott. Na, solange der Truck nicht hier hochkommt. Warum auch immer das ein Truck können sollte. Berechtigte Frage meiner Meinung nach. Ah, von hier sind wir gekommen, ich Genie. Ja, wir setzen mal ein Medikit ein. Ist, denke ich, besser. Kein Risiko eingehen. Guck mal, wir haben noch so viele Ressourcen, um Medikits und Dings da Bumster herzustellen, Molotovs. Jo. Na, ah, hier lang. Ich glaube, sie sind weg. Okay, hier geht's offensichtlich nicht lang. Dann einmal hier lang. Digga, da haben wir echt gerade knapp überlebt. Alles mitnehmen. 5 Pillen, schwankende Waffe. Zack. Wie doll merkt man das? Lol. Das Schwanken ist einfach komplett weg. Lol. Jo, kein Schwanken mehr. Das ist ja mies geil. Kann man umso besser zielen. Das ist natürlich äußerst torfte. Einmal hier lang. Oh. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Na, solange sie uns nicht sehen. Okay, einmal hier rein. Oh. Oh. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Ich komme dir hinterher. Gut, wir haben neue Gefährten. Henry und Sam. Die ja anscheinend genau wie wir gestrandet sind. Oh, ein neues Buch. Construction. Ja, super. Neue Gefährten, neue Freunde. Ganz viele Abenteuer. Okay. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Auch das noch. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Oh. Das ist der Ehrenhaft. Ja, mega ehrenhaft. Ich bin ein Ehrenmann. Okay. Cool. Okay.
Okay, was haben wir hier so? Ah, Messer, das ist sehr nett, aber nicht genug Messer. Oh, Ellie, beweg deinen Arsch. Ah, Muni, 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 das ist natürlich sehr geil. Money, money, money. Oh, Comic. Interessiert keine Sau. Pillen, das. Ey, Ellie. Dürfte ich bitte aus der Tür raus? Dankeschön. Mann. Fräulein, du. Sprengstoff, Muni. Ach, ist doch alles. Das ist alles toll hier. Darum sind die Messertüren auch die geilsten im Spiel. Weil einfach so viel tolles Zeug dahinter ist. So viele Träume. Pop-Up-Toys. Super. So. Halt, halt. Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Na. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Ach, Henry, gönn ihm doch den scheiß Roboter wirklich. Wie weit ist es noch? Nee, gönn ihm doch einfach... Nicht mal weit. Die hätte ich mitgenommen. Frechheit. Na komm. Ich will weiter. Wieso duckst du dich? Oh, deswegen duckt er sich. Shit. Oh, yes. Oh, yes. Es wird Zeit, Freunde. Bleib bei ihr. Okay. Das hat mir in gewissermaßen sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Drei auf einem Streich. Und da können wir es gleich noch einbasteln. So. Einmal hier hoch. Zack. Mist. Ich höre jemanden! Mehr. Da drüben! Oh yes, guter Schuss von dem auch immer da war. Muni? Nö. Muni? Nö. Ja lang. Ach man, lass mich doch rein. Hier ist nix. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Oh, ich hab einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle, das ist ein rein. Argument. Hallo. Komm hier durch. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Digga. Okay. Also wenn der Junge 13 ist, wieso hört er sich dann an wie ich? Im tiefsten Stimmbruch. Mit 13. Ja, weiß ich nicht, aber okay. Ich glaube, wir müssen hier lang, weil die ja schon so anstehen wie die Idioten. Wir sind da. Ich kann sie mit der Licht blenden. Willkommen in meinem Schloss. Nett hier. Versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an.
Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Das ist gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Oh Mann. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Okay. Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleibt nah bei mir, okay? Na dann los geht's, Freunde. Wir müssen endlich aus dieser Stadt hier raus, aus Pittsburgh. Ja. Wie beruhigend. Hier ist schon echt Bieskacke. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ah, hier ist die Brücke, glaube ich. Weil die war auch so gelb. Hier lang. Endlich raus hier. Es ist wirklich Zeit. Komm, mach die Tür auf, Freund Sahne. Hallo? Ah. Okay. Oh. Da hinten sind schon zwei. Hier ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Ich würde noch lauter reden. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erlebt. Ja, ich brauche ein bisschen länger. Du hast es drauf, Mann. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Was war denn das? War das Klicker? Hat sich zumindest so angehört. Oh no, nicht schon wieder die. Ich dachte, ich habe schon wieder vor die Wahl gestellt. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Messer. Den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Okay. Da oben sind zwei. Erledigt! Hast du das gesehen? Oh. Nicht schlecht. Bei dem Licht sind zwei. Na, Henry wird vorher angeschrien, interessiert keinen. Da, okay, wir müssen mal kurz die Lage hier checken. Kann ich die mit einem Molotov erwischen? Nö. Ich sehe ihn. Hey, hörst du? Klicker! Ja, ich tatsächlich. Hör's, aber ich sehe nicht. Da drüben! Da! Scheiße. Hast du das gesehen? Was? Was ist da? Ach du Scheiße! Oh Scheiße! Schnapp sie! Auf der Straße!
Stopp. Fuck. Yep. Fuck. Ah, du Drecksau. Okay. Geschafft. Du scheiß Mistkerl, wirklich. Ich baue mir nochmal zwei hiervon. Aber wir haben gar nicht so viel Schaden verloren. Ich dachte, das wäre schlimmer. Na gut, dann einmal hier lang. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Na komm, Henri. Oh shit, der Truck. Oh no. Halt. Oh. Hey, sie sind hier drüben! Oh, shit. Oh nein. Das war einfach. Erledigt. Okay, komm Leute, jetzt hier hoch. Einer nach dem anderen. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mit. Schneller! Ellie, der hab dich! Jetzt ist aber die Leiter abgefallen. Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Das ist Assi. Noch einmal! Und los! Wir bleiben zusammen. Ich nehme mal, ja, bitte hier rein. Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Okay. Ja, jetzt hab ich's. Okay. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Was ist denn da los? Wir haben sie wohl gefunden. Pass auf, Leute, Trick 17. Vielleicht kommen sie hier lang. Oh. Der hält es aus? Oh, Shotgun Money. Yes, sir. Nicht schlecht. Was? Digga, der hat einfach einen Kopfschuss von einer Flinte aus einem Meter Entfernung überlebt. Muss ich das hinterfragen oder soll ich das einfach mal so stehen lassen? Ich meine, schon extrem unglaubwürdig, aber okay. Ich bin jetzt hier nicht kein Waffenexperte, aber ich glaube, so eine Schrotflinte aus einem Meter Entfernung ist schon, ja, richtet schon einen gewissen Schaden an. Ach, wie bei dem Kollegen. What the fuck, Alter. Okay. Ja, lass uns ja bitte einfach abhauen. Ja, vielleicht jetzt. Oh, da ist die Brücke. Ja. Lauf. Ja, wir rennen zur Brücke. Los. Steh doch auf, Mann. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, komm schon. Scheiße. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Digga, renn wohin? Oh, Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Oh, shit. Shit. Ja, wir leben noch. Henry, ah. Er wacht auf. Hey du. Freund 1 und Freund 2 sind wieder da. Okay.
Und? Was habe ich gesagt, hä? Aber ich wäre jetzt nicht so happy. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. So kann man es auch sehen. Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Wow, danke. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier ja, mal um. Aber damit würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Last of Us. Das war heftig. Ach ja, laber jetzt noch ein bisschen. Suchen wir diesen Funkturm, bliblablub. Also Freunde, sehen wir uns damit in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.